Ist das hier bei mir? Das kann halt... Ja. Zwei. Leute, gegen zwei Aliens. Was soll der Scheiß? Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde, und willkommen zum nächsten Part Alien Isolation. Ich nehme den auch schon gerade im Anschluss zum letzten Part auf. Warum ich mir das antue, nachdem mein Herz eigentlich schon mir ein bisschen die Kniekehle gerutscht ist. Für euch, Leute, nur für euch. Ups. Jetzt ist natürlich die Frage. Ja, da gibt es keine Türen. Ne, wir müssen alles wieder zurücklaufen, ganz klar. Hier ist der nächste Waypoint sozusagen. Da ist die Kiste. Da müssen wir hingelangen. Ich hoffe, euch hat der letzte Part gefallen. Ihr könnt mir ja mal sagen, wie ihr das gefunden habt mit den ganzen Cuts. Ich hätte das ganze Video auch so hochladen können. Das wäre aber dann über eine Stunde gegangen. Und ich bin einfach der Meinung gewesen, es ist angenehmer für euch, wenn... wenn ihr einfach dann so die Highlights so ein bisschen seht. Ansonsten ist das ja immer das gleiche gewesen. Ich kann aber auch, wenn ihr wollt, das ganze Video hochladen ohne Cuts. Fände ich jetzt aber ein bisschen übertrieben lang. Deswegen habe ich das mal so gemacht. Ne? Könnt ihr mir mal sagen, wie ihr das gefunden habt. Ob ich das weiterhin so machen soll. Also wirklich nur an so Stellen, wo extrem lang geht. Nein, okay, ich bin tot. Und nochmal von vorne. Scheiße. Ich habe natürlich wieder keinen Geräuschemacher. Ich habe nichts. Klar, ich könnte gucken, ob ich jetzt hier ein paar... Wo ist denn das Alien überhaupt? Wir haben keine Ahnung. Ist das über... Ich hoffe, da kommt nicht wieder so ein Moment wie vorhin. Wo das einfach so aus dem Fenster gesprungen, durch das Fenster. Ich lass mich nicht verarschen, ich gehe jetzt noch nicht. Soll ich gehen? Ich schwöre, das Alien verarscht ein. Ich habe gehört, wie es hochgegangen ist. Ich habe es gehört. Und trotzdem höre ich danach gerade wieder die Schritte. Hätte ich jetzt noch ein Geräuschemacher, ich würde den dahinter werfen. Und würde übers Wasser rennen, damit ich dem Vieh entkommen kann. Ich würde es wie Jesus machen, einfach übers Wasser rennen. Das ist... Es ist unfair. Das ist da hinten. Guck, es ist ja hoch. Es ist jetzt hoch. Man hat es gehört. Sobald ich rausgehe... Los. Wo ist denn das? Oh, hab ich mich schon wieder erschreckt. Ich hätte aber... Ich habe halt nicht gewusst, wo es war. Mann. Ich habe halt wirklich nicht gewusst, wo es war. Also, man kann ja da so ein bisschen einen Rhythmus finden. Ich kann ja angeblich jetzt einfach durchlaufen. Ich probiere es jetzt echt mal ein bisschen aus. So, schön wäre jetzt zu wissen, wo das ist.
Jetzt ist natürlich die Frage, ist das gekommen, weil ich gerannt bin oder weil es mich gesehen hat, weil es sowieso da hinter der Scheibe oder so war? Ich habe hier so eine Dings dran, Mann. So eine. Sag schon, wie heißt denn das? So eine Motte. Die frisst jetzt mein ganzes T-Shirt auf, Mann. So. Mann, geh weg! So. Also, nochmal. Leute, ich hab das wahre Alien hier bei mir im Zimmer. Ist das hier? Das ist hier. Tschüss. Das kommt 100 Pro jetzt wieder an die Kiste. 100 Pro kommt das hier dran. Gut. Pass auf. Ich krieche jetzt. Wo ist denn... Das ist dahinter gegangen, oder? Soll ich rennen? Nee, diesmal nicht. Komm schon. Kehren Sie nach der Evakuierung nicht auf die Station zurück, bis die Erlaubnis hierzu durch den Orbitalnotfallkoordinator erteilt wurde. So. Manchmal muss man einfach rennen, Leute. Manchmal muss man echt einfach rennen. Klar, ich hätte es auch kriechen können, aber das wäre einfach die... Die Chance war einfach... Ey. Stellt euch vor, ich gehe jetzt zu dem Hebel, ziehe den wieder nach unten. Und dann heißt es wieder, ja, geh hoch zum Generator und aktiviere den nochmal. Das ist gar nicht hier. Wo ist das? Okay, jetzt ist es erst wieder runtergekommen. Okay. Oh, das ist erst jetzt im Raum. Ich hätte ja fast durchlaufen können. Also, falls ich nochmal sterben sollte, probiere ich es nochmal durchzulaufen. Stellt euch vor, das würde mein Mikrofon hören, das Alien sozusagen. Sobald da irgendwelche Ausschläge sind, würde das Alien reagieren. Das wäre auch noch irgendwie krass. Also als erstes speichere ich jetzt ab. Genau. So. Es kommt zurück. Wo ist es? Ich weiß nicht, auf welcher Seite das ist. Ich traue mich nicht nachzugucken. Ist das weg? Das ist bei der Tür. Das ist draußen im Gang. Kann das wieder da durchspringen wie das letzte Mal? Nee. Okay, es ist hoch. Es kann aber auch bedeuten, dass das jetzt da runterspringt. Warte. Oh, das habe ich gemeint. Ey, diese Missgeburt. Entschuldigung, tut mir leid. Bitte geh wieder hoch. Ey, das hat mich angeguckt. Das hat mich angeguckt und hat mich nicht gesehen. Komm her, Mann. Ich baller dich weg. Das machen wir lieber nicht. In Alien 2 konnten sie die Aliens aber mit Waffen töten. Das weiß ich noch. Station evakuieren. Dies ist keine Übung. Wo ist denn das jetzt? Ist das draußen im Gang? Ja. Sieht mich das? Guck das jetzt hier rein? Das. Ist das. Kann man sich hier irgendwo verstecken? Warte mal. Was auch immer, das nehme ich mit. Leute, ich bin drin. Für euch ist es jetzt einfach ein Tag später, aber ich bin jetzt schon sicher anderthalb Stunden hier, nur in diesem Bereich gewesen. Ey, ich habe einfach auch noch so mega Schiss. Kehren Sie nach der Evakuierung nicht auf die Station zurück, bis die dass mich das auch mal durch die Rohre verfolgt. Ich glaube, ein, zwei Mal ist es ja auch. Ein paar Mal ist es ja auch hier reingekommen. So. Okay. Die Musik finde ich nicht so sexy. Sir Vanpool,
Diane DeLay von der Torrance hier. Ich werde versuchen, an der Schlepperplattform unter ihrem Yes! Ey Leute, wir nähern uns dem Ende, habe ich das Gefühl. Ich bin richtig gut dran. Und ihr seid live, okay, live nicht, aber ihr seid hautnah dabei. Okay, jetzt schauen wir nochmal. Ermöglichen Sie der Torrance das Andocken. Ich bin schon richtig, ne? Ich sehe einfach nur nicht auf der Karte, was los ist. Da wird wahrscheinlich gleich geredet oder irgend sowas. Orbitalstabilisatoren ausweichen. Station verlassen. Station verlassen. Okidoki. Manchmal weiß ich nicht, kann ich jetzt laufen? Ja, schon, ne? Ja, ich habe das Gefühl, ey, hier sind wir nicht ganz am Anfang, wo wir ganz am Anfang waren. Nee, warte mal, ich bin. Es sieht relativ sauber aus. Ich weiß aber nicht, wo ich hin muss. Was piept denn hier so? Kann ich rennen? Ich scheine rennen zu können. Tür verschlossen. Ich glaube, da müssen wir rein. Ah, sehr schön. So, da sehen wir. Jetzt können wir da EMP. Bauplan verbessert. Öffnen Sie das Menüpad. Oh, was ich hier alles aufhebe, als ob. EMP-Mine kann ich bauen. Dafür brauche ich nur noch ein paar Teile. Und zwar brauche ich da noch. Nein! Ah, Glück gehabt. Okay. Oh Gott. Ja, aber wo müssen wir denn hin? Ah, ich muss wahrscheinlich erstmal das Ding hier aktivieren. Bin ich hier nicht richtig? Ah, tatsächlich, hier müssen wir lang. So. Perfekt. Errungenschaft freigeschaltet. Die Befreiung der Torrance. Mann, ich komme aus einem Aufzug raus und mir fliegt alles um die Ohren. Kann ich auch mal... Oh, müssen wir wieder in einen Raumanzug rein? Kann ich auch mal... Ja, ja. Ja, ich kann nicht hören. Zu Rautfall. Mann, die Musik regt mich schon wieder auf. Mit einem Flammenwerfer. Muss ich in einen Anzug rein? Nee. Ja, ich höre dich. Jetzt chill mal kurz eine Minute. Ich will kurz... Okay, hier ist ja nicht mehr viel. Wieso habe ich so das Gefühl... Können Sie mich hören? Sind Sie nah genug für Funkkontakt? Gott sei Dank. Ich kann Sie hören. Ich höre aber... Leiten Sie die Andock-Sequenz ein. Okay, machen wir. Wo? Zwei Konsolen?
Oh oh. Oh oh. Ganz schlechtes Zeichen. Ich dachte irgendwie so, oh, vielleicht sehe ich es nicht mehr wieder. Ich weiß nicht. Und es sind natürlich zwei Stück, ne? Und wahrscheinlich... Gut, wir haben ja gespeichert. Alles gut. Ich mag das nicht. Oh, jetzt auch noch der Quatsch. Komm schon. Okay, da hat's ein oh, nice, da kann ich ja gerade drüber klettern. Oh, Flammenwerferöl, alles mögliche. What the fuck? Ist das hier? Das ist genau... Nein. Ey, was ist, wenn das Vieh jetzt unter uns ist? Und ich... Warte mal. Kann ich nicht. Schade. Kann ich auch nicht. Rohrbombe, ich weiß nicht. Wo ist das? Ist das unten oder oben? Ey, das wäre jetzt einfach so richtig mies, wenn das unten wäre. Was soll diese Musik? Mann! Was ist denn das? So. Ich gehe da ganz sicher nicht runter. Guckt euch das an, da unten liegt einer. Das ist eine Falle. Als, guckt, als ob das so offensichtlich wäre, dass genau zwischen diesen beiden Terminals dann so ein Rohr verbunden ist. Das ist 100 pro eine Falle. Aber... Wo ist denn hier das zweite Terminal? Aktivieren Sie die Hydraulik. Strom wiederherstellen. Och nö. Ich muss runter. Ich muss tatsächlich runter. Ich will nicht runter. Das ist hier. Bruder, ich fühle mit dir. Und wo mache ich das? Ich muss den Kabeln folgen, ne? Also entweder... Hey, die Musik ist schlimm. Die Musik ist richtig schlimm. Ich muss kurz Luft holen. Also ich bin ja ein Schreckhafter, ne? Das wisst ihr ja inzwischen. Und ich glaube nicht, dass das meinem Herz so gut tut, was ich hier mache. Danach spiele ich irgendwie so Hello Kitty Land oder sowas. Ey, stell dir vor, die Tür geht so oben auf, diese Luke. Und dann ist einfach so das Alien mit dem Kopf dann so zu uns gerichtet. Das wäre mir auch so eine Nummer zu viel gewesen. Ist genau dasselbe Prinzip. Zack, zack. Okay.
Erstmal ducken. Immer so erst nur sicher gehen jetzt. Ich höre mir gleich an, was sie zu sagen hat. Aktivieren Sie die Andock. Ey, was muss ich denn noch alles machen? Ich muss noch eine Andockklemme aktivieren. Was heißt denn das? Ich frage mich, wenn wir gar nicht normal laufen, ob das Alien vielleicht dann oben bleibt. Wisst ihr, was ich jetzt zuerst mache? Ich gehe zurück und speichere ab. Das ist schlau, ne? Das mache ich jetzt zuerst. Klar, ich hätte jetzt auch zu Andock die Andock-Klemme deaktivieren können. Aber wir gehen auf Nummer sicher. Gut. Jetzt ist mein Puls wenigstens wieder ein bisschen runtergegangen. Ich kann ja so eine Pulsuhr machen. Ich habe so eine Pulsuhr. Die könnte ich mal anziehen. Da kann ich den Puls ab und zu mal sagen. Genau. Das da draußen ist das Schiff. Kann man jetzt einfach durchs Fenster gehen? Ist das das hier? Nee. Wo ist denn die Andockklemme? Klar, einige würden sagen, hier ist ja mal voll langweilig, wenn du so beim Boden kriechst. Aber wir wissen es ja am Part vorher, was das ausmachen kann. Beziehungsweise. Och nö, ey, und vor allem der lebt noch. Das sieht ihr an den Augen, dass sie leuchten. Und ich wette mit euch, wenn ich den jetzt umbringe, kommt das Alien. Und wenn er mich krallt, kommt das auch. Och nö, ich hab so, auf so Zeug habe ich gar keinen Bock. Mach, komm. Fehler, natürlich. Freigeben. Fehler. Zubehör. Andockklemme. Warte, ich zeig dir mir schon an, wo ich hin muss. Nee. Zum oberen Kontrollraum. Und wo ist das? Also wieder zurück. Ich hab noch einen Flammenwerfer. Kommen wir hier rein? Ja, machen wir. Okay, ist vielleicht doch nicht so dumm, durch die Rohre hier zu gehen. Aber es sah eben halt schon sehr, sehr offensichtlich aus. Oder sehr einladend, möchte man sagen. Jo, und kriechen wir halt das ganze Level über den Boden, ne? Ist das ein Aufzug? Nee, gell? Schade. Okay, es ist anscheinend gar nicht mehr da. Runter oder hoch? Ich glaube, wir müssen eher hoch. Könnt ihr auch mal runtergehen. Oh, ich bin normal am Laufen. Ich glaube, ich bin ein Depp. Nee, mache ich nicht. Tut mir leid, dann dauert es halt ein klein wenig länger. Aber das will ich mir echt nicht antun. Da könnte man sich verstecken. Müssen wir aber nicht. Och, komm schon. Okay. Halt, halt, halt. Ist das ein Aufzug? Nein. Es ist kein. Die Personalbrücke wurde entfernt. Die ist längst nicht mehr hier. Nein, ich Depp! Moment. Ich glaube, ich kann die Wartungstür. Das war's. Wenn ich einen Raumanzug finden kann, kann ich noch zu Ihnen kommen. Nice! Aber wohin? Okay. Zu viel Glück heute. Und ich habe immer noch nicht das Trinken aufgefüllt. Und ich krieg langsam echt eine trockene Kehle. Wo müssen wir am besten hin? Begeben Sie sich zur Luftschleuse. Ja, das ist ein gutes Zeichen. Ja, ich sehe halt nicht, wo lang, ne? Das ist halt wieder das Problem. Ich hoffe, dass man hier unten irgendwo lang kommt. Ich hätte diese Flammenwerfer-Munition nicht aufbrauchen sollen. Das war eine ganz schlechte Idee. Gucken wir mal, ob wir... Natürlich nicht. Okay. Da kommen wir nicht lang. Was ist denn das da? Kommen wir da rein?
Na, und das sah so schön einladend aus. Okay, wir müssen vielleicht einen riesigen Bogen laufen oder so. Ich weiß halt nicht, ob 43 Öl reicht, um das Alien zu verscheuchen. Vielleicht so zwei stoßartige Flammen, könnte sein. Oh Gott, ich nehme ja schon wieder 25 Minuten auf. Mein Gott, geht das lang. Oder geht das schnell? So meinte ich das. Hä? Wo ist denn hier die Luftschleuse? Als ob. Ja, ich weiß, ich sag sehr oft als ob. Wurde mir schon gesagt. Oder muss ich hier irgendwas öffnen? Hä? Warte nochmal. Also falls wir nochmal sterben sollten. Da. Ah ne, das kann man nicht machen. Falls wir nochmal sterben sollten, probiere ich das Alien irgendwie auszutricksen, dass wir da nicht die Munition brauchen. Okay, vielleicht müssen wir hier raus. Zeig nochmal. Das könnte auch sein. Und vielleicht ist hier auch... Oh, das ist ja ein Speicherpunkt. Habe ich ja gar nicht gesehen. Ja, dann machen wir das doch so. Vielleicht können wir auch noch eins höher. Flammenwerferöl. Ist doch geil. Das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Okay. Nice. Jetzt wird gespeichert. So, und an dieser Stelle, Leute, verabschiede ich mich heute. Na, Spaß, sicher nicht. Ich will noch weitermachen. Können wir noch höher? Wenn das reinkommt, baller ich und dann renne ich. Ich sollte nicht so einen Krach machen. Komm, das ist so laut hier drin in dem Schiff, das kann mich unmöglich hören. Das ist nicht mehr bei mir. Ich muss wieder runter. Ernst jetzt? Warte mal. Kann ich auch irgendwie... Ich muss wieder runter. In dem Raum, wo ich eben war. Konnte ich da nicht einfach einen alten Speicherpunkt laden? Dann wäre ich auch wieder unten. Jetzt wissen wir auch, warum hier die Kisten zum Verstecken liegen. Ist das über mir? Nee. Du stehst da und genießt die Aussicht. Okay, gut. Oben durch oder durch die Luftschleuse? Also durch die Abfluss- und Abflussrohre, einfach durch die... Ihr wisst, was ich meine, durch den Tunnel. Hier oben durch. Oh, ich bin falsch. Okay, ich probiere es trotzdem. Ich probiere es trotzdem. Ich gehe jetzt hier lang. Nee, das ist Schwachsinn. Das ist wirklich Schwachsinn. Das machen wir nicht. Nochmal raus. Ich vergeude ja nur unnötig Zeit. Das ist da vorne. Also, theoretisch könnte ich den Flammenwerfer schießen und dann rennen, speichern. Es ist ja nicht weit. Hier speichern oder auch gerade in die Luftschleuse von mir aus rein. Wo ist denn das? Leute, das sind zwei. Das sind zwei Aliens. Ist das denn ihr Ernst? Das sind zwei. Als ob ich jetzt gegen zwei spiele. Also nichts mit. Guckt euch das an. Nicht zurückkommen. Nicht zurückkommen. Okay, ich habe eine Idee.
Ich laufe hier rein, ich glaube, hier unten kommt man raus. Und dann laufe ich so hier lang. Hm? Das ist eine gute Idee. Ist das gut oder ist das gut? Das ist gut. Mein Flammenwerfer reicht, um einen Alien zu verscheuchen. Das Problem ist, das andere kommt dann auch. Boah, ich dachte, das ist da. So, hier rein. Warte, erstmal gucken, ob ich hier noch was finde. Nee. Ah, von hier können dann die Aliens runterkommen. Ist das hier bei mir? Das kann halt... Ja. Zwei. Leute, gegen zwei Aliens. Was soll der Scheiß? Ist das weg, das andere? Ja. Los! Ich hätte weiterlaufen sollen, gell? Ich war jetzt gerade drin. Da steht im Feuer. Wie, das müsste sterben, das zählt nicht. Komm schon. Ja, komm nur näher. Ich weiß, wie ich dazu reagieren habe. Wir kommen den ganzen schon mal ein bisschen näher. Ey, guckt euch mal an, was ich für Zeit brauche, nur so eine Strecke zu überwinden. Eigentlich hier hoch und rechts, da könnte ich speichern, aber das Problem ist, beim Speichern muss ich halt stehen bleiben. Hm? Ich weiß nicht, ob ich wirklich speichern soll. Ich weiß halt nicht, ob ich wirklich speichern sollte. Also einen Flammenwerfer, den musste ich eben gebrauchen, sonst wäre ich tot gewesen. Ich probier's. Stopp! Ich bin tot, oder? Ja, ich bin tot. Ich muss mich halt umziehen. Das ist jetzt die Frage, ob da hinter mir dann gerade die Tür zugeht. Oder, aber das war keine schlechte Idee, durch die Rohre zu klettern. Ganz ehrlich, das war keine schlechte Idee. So, jetzt geht da die Tür offen, das Alien steht dann erstmal da, ne? Das weiß ich ja. So. Das ist jetzt runter, gell? Ja. Ich will noch mal gucken. Wir können Geräuschemacher basteln, wie geil! Und wir haben ja sogar noch einen. Ah, ne, haben wir nicht. Können wir noch einen bauen? Das wäre einfach das Beste. Komm schon. Nice. Jetzt muss ich nur überlegen, wo ich die einsetze. Das heißt, wir haben Flammenwerfer plus Geräuschemacher. Ich glaube, die kommen jetzt nicht, die Aliens. Hier kann ich normal laufen. Ja, Taschenlampenbatterie brauche ich alles nicht. Ich glaube, ich sollte nicht rennen. Also ich kann echt vieles machen, aber nicht rennen. Duck dich! Was soll der Scheiß? Hinter mir ist eins und dort ist eins. Lauf, lauf, lauf. Okay. Okay. Ja, Taschenlampenbatterie, wie geil. Gut. Ey, guckt euch das an, das ist gerade hier reingegangen. Als ob.
Wir wissen, das geht auch durch da unten durch. Mein Plan ist, den Geräuschemacher dorthin werfen, da hinten in die Ecke. Ja, mache ich. Los, los, los. Eins haben wir. Das zweite auch. Lauf. Nicht rennen, einfach nicht rennen. Speichern? Oder nicht? Ich speichere. Komm, 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 komm. Als ob das so lang braucht, komm schon. Wo, wo, wo? Nein. Was geht hier ab? Nicht sowas. Okay, Leute. Ich beende an dieser Stelle den Part. Der geht jetzt 37 Minuten. Und ich hoffe, ihr seid morgen auch am Start. Und ansonsten würde ich sagen, Leute, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bewertet dieses Video ruhig positiv. Und ansonsten würde ich sagen, haltet die Ohren steif, euer Nia. Und ciao.